Und damit hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Science 2018. Und ja, wir laden uns gerade in die Welt rein, 8 Uhr morgens. Ich bin 3-4 Minuten zu spät, leider. Minecraft-Start hat einfach ewig gedauert, viel länger als ich das geplant und erwartet hätte. Und ja, jetzt haben wir es ja Gott sei Dank geschafft und ich hoffe, dass wir zahlreich hier sind, so dass wir ja hier Gemeinschaft die Welt heute ein bisschen schöner machen. Wenn schon der internationale Vertrag für Mittelstreckenwaffen abgeschafft ist und die Welt dadurch ein wenig schlechter geworden ist, dann machen wir sie uns doch einfach besser. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Edward, The Blue K2, herzlich willkommen. Schön, dass du schon gleich am Start bist, geht noch nicht mal los, unglaublich. Ja, freut mich sehr. So, Minecraft lädt noch rein, ich habe nur gleich den Stream gestartet, dürfte jetzt jede Sekunde losgehen. Es dauert noch ein bisschen. Hintergrundmusik habe ich übrigens auch an. Sollte die zu leise oder zu laut sein, müsst ihr es natürlich einfach nur sagen. Das kann man ja alles anpassen. So, dann haben wir das auch. Oh, was haben wir hier? Fehler. Hier seht ihr mal, was wir haben. Alte Server, neue Server ist doppelt. Ja, ist egal, welchen wir nehmen. Ja, das sind die Probleme an frühen Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen an einem Samstagmorgen. Ich habe hier mein Warmgetränk Latte Macchiato. Ich nutze das gerade mal aus. Okay, ist noch sehr warm. Ich hoffe, ihr seid auch vorbereitet. Geplant ist, wenn alles gut läuft, dass wir im Übrigen bis 16 Uhr streamen, maximal. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ja, und da laden wir uns rein. Es dauert und dauert, es tut mir leid, aber ich wollte auf Sendung gehen. Wir waren für 8 Uhr angekündigt, 8.05 Uhr war es dann jetzt ja schon. Da war es mir wichtiger, dass ich jetzt live gehe und nicht doch das noch abwarte, weil man sieht, wir haben es jetzt 8.08 Uhr, 3 Minuten. Geht gleich los. Also Welt geht auf jeden Fall. Im Übrigen, ich habe neues Internet ab heute. Ich hoffe, es läuft alles stabil. Vorher war ich, Landschaft wird geladen, sehr gut, sehr gut. Ich muss mal ganz kurz nur das Bild im Vollbild machen. So, und ganz kurz. So. Ich mache was, das seht ihr nicht, ich ziehe gerade den Medienplayer, den Media Monkey, ein bisschen umher. So, er lädt noch rein. Ich zeige euch mal, was ich gestern gemacht habe. Ich zeige euch das einfach mal. Und ganz kurz, der Edward schreibt was. Naja, ich bin schon hier, weil ich sonst nichts zu tun habe. Oh, das, wow. Alles andere bei uns im Hause schlafen noch. Und ich habe sehr gut geschlafen. Wie hast du geschlafen? Ich hätte länger schlafen können. Also, es freut mich, dass du da bist und ausgeschlafen bist. Aber ich will, wir können ja auch hochgehen und schlafen eigentlich. Aber ich will auch ehrlich sein, ich hätte sicherlich noch ein Stündchen schlafen können. Fragt mich nicht, warum ich so verrückt war, um 8 Uhr den Stream angesetzt habe. Du bist total crazy. Ja, und hier zu Hause ruckelt es neuerdings so ein bisschen. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich haben wir zu viel Geräte. Ich werde das ein bisschen auszurüsten müssen. Also heißt, ein paar Geräte wahrscheinlich an einen anderen Ort mal hinstellen müssen. Vielleicht sind auch die Bäume und die Hecken ein bisschen schuld. Seitdem ist es ja eigentlich erst wirklich so geworden. Ich zeige, was ich euch gebaut habe. Wir sind dabei, einen Hafen zu bauen. Ja, nicht den Hafen der Liebe vielleicht, aber immerhin ein Hafen. Hier haben wir noch eine kleine Fischerhütte für alle, die letzten Stream nicht gesehen haben. Ja, wir haben hier eine kleine Fischerhütte eingerichtet und gebaut. Mit Pflänzchen und Dekoartikeln. Hier kann er seinen Fisch hacken. Er hat hier eine Wassermöglichkeit, eine Truhe und ansonsten ein Ofenbett und eine Kerze natürlich. Was man so braucht. Hier an der Seite gibt es dann noch ein Fischernetz und ein paar abgehangene Fische. Und Skelette gibt es auch, aber wir sind gerade in Kreativmodus. Ich wollte es nur zeigen. Ich sollte vielleicht laufen. Obwohl, komm. Ja, und hier haben wir Evola. Hier dran
Meine Güte, was schläfst du nicht einfach? Lieber Edward, ich muss ehrlich sein, meine Frau musste jetzt gerade, ja, sie musste gerade zum Erste-Hilfe-Kurs. Der fängt um 7:45 an, das heißt, ich bin schon automatisch wach. Also, ich hätte mich nicht wieder hinlegen können. Das ist bei mir immer so, wenn ich wach bin, dann bin ich wach. Ja, also dementsprechend, ja, bin ich jetzt halt wach. Ja, hier habe ich einen kleinen Hafen geplant. Die Betonung liegt auf klein, ne, ganz wichtig. Ja, das wird hier so eine kleine Hafenanlage quasi. Hier haben wir den Hafen, da müssen wir den Berg noch abtragen. Und wisst ihr was, das machen wir jetzt gleich mal. Denn der Philipp hat mir gezeigt, wie es geht. So, dafür nehmen wir diese Shape Card, so heißt die. Die nehmen wir hier raus. Gehen da mal hin. Und gerade wenn wir hier in diesem Game-Modus noch sind, geht's easy. Die Schiffe müssen hier natürlich irgendwie durchkommen. Wir werden den Berg auch 2-mal abtragen müssen. Das kann ich jetzt schon sagen. Das wird beim 1. Mal gar nicht funktionieren. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Den werden wir mehrmals abtragen müssen. Das wird, ja, wie gesagt, beim 1. Mal nicht so hinhauen. Obwohl, wir könnten theoretisch gesehen von hier unten. Nein, ich habe vergessen, die zu claimen. Machen wir gleich. Eigentlich müssten wir es doch beim 1. Mal schaffen können. Der guckt 2 hoch. Ja, bis hier würde ich sagen. Zur Not tragen wir das nochmal gleich ein bisschen ab. Wir machen die Karte jetzt hier ran. RMX, herzlichen schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. So, wir selektieren den und jetzt geht's los. Mal gucken, was ich von Philipp gelernt habe. Ich sehe gerade nicht ganz so viel. Warte, wir müssten das nämlich eher hier machen. So. Alles nicht so einfach. So, jetzt gucken wir mal. Alles sollte eigentlich funktionieren. Wir selektieren den Block und den da hinten im Wasser. Und dann müsste der alles abtragen. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Und der hier. Wir gucken mal, ob das alles richtig ist. So, dass die Schiffe hier durchkommen. Das wäre eigentlich sehr nice. Und wie gesagt, Game Mode gehen wir gleich raus. Den benutzen wir nur für, ja, wenn wir größere Bauten machen. Wie hier ist schon ein bisschen was in Game Mode gemacht. Nicht alles, aber ja. So, läuft. Er trägt's ab. Sehr schön. War's das? Niemals. Ah, wir haben keinen Strom mehr. Ja, da sieht man mal, man braucht eine Menge Strom. Aber das ist kein Problem. Ah, jetzt ist Wasser da so hässlich. Weil das zu schnell ging. Okay, aber das reparieren wir dann. Das Wasser, ganz ehrlich, das mache ich offscreen. Das wäre jetzt ein bisschen heftig. Denn das ist ein Riesenaufwand. Da frage ich Philipp, ob der irgendeine Maschine hat oder so. Wir haben ja auch eine Menge Mods drauf. Womit man Wasser ganz einfach nachfüllen kann. Ja, und ihr seht, der Berg wird abgetragen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt länger zugucken. Man sieht es hier. Ich sehe gerade, hier müssen wir dann, wie gesagt, man muss das nachjustieren. Und schaut mal mit dem Wasser, es sieht halt ein bisschen merkwürdig aus. Zumindest hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es bleibt nur diese Stelle. Das wäre dann ja noch okay. Und man sieht, wie ihr das hier abgrast. Nur, dass ihr das auch mal gesehen habt für alle die, die das halt noch nicht kennen. Gut, ich würde sagen, wir können aber zurückgehen. Wir können jetzt eigentlich uns unseren Hafen wieder zuwenden. Ich will nochmal gucken, wie weit geht der? Da, und jetzt fängt er an. Okay. Gut, und dann würde ich sagen, bauen wir hier am Hafen weiter. Wenn ihr natürlich Ideen habt, Vorschläge, wie auch immer, bringt euch ein. Zum Beispiel sehe ich gerade, es wäre ganz sinnvoll, wenn wir hier eine gerade Linie haben. Die Schiffe müssen ja irgendwie auch anlegen können. Und ich bleibe dafür jetzt hier für diese Sache noch ein bisschen in kreativen Modus. Einfach nur, weil wir nicht unendlich Steine haben.
Der Asi-Army ist da. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Endlich wieder live. Wir waren in den letzten Tagen öfter mal live. Aber schön, dass du da bist. Vorgestern hatten wir auch einen Stream. Ich überlege, machen wir das? Komm, machen wir so. Und hier wäre es halt Wahnsinn, wenn wir jetzt nicht in kreativen Modus wären, da wir keine Bergbaumaschinen und so nutzen wollen. Vielleicht kann man das hier auch mal anpassen. Man könnte theoretisch gesehen hier ein Schiff auch noch anlegen, kleines. So ein Kleineinleger sozusagen. Ja, dann haben wir drei Anleger, wenn man so will. Hier ein kleineres Schiff. Hier ein ja, mittelgroßes. Und hier könnten wir sogar ein ganz großes machen. Könnten das ja sogar mal vergrößern noch. Machen das hier mal weg. So. Und ich hoffe, ihr hört die Musik. Ich hoffe, dass ihr da so ein bisschen Hintergrundberauschung habt. Denn ich will ehrlich sein, wenn ich jetzt bis 16 Uhr, das sind 8 Stunden Stream, rede, wird es sicherlich mal auch eine Minute geben, wo man einfach konzentriert baut und schweigt. Wir gucken mal. Ja, auf jeden Fall hier aus Sandstein alles. Ich kann ja mal ganz kurz zeigen, es gibt hier vorne, ich zeige euch mal das ganze Gelände. Es gibt hier vorne eine Treppe. Okay, ist Katzengejammer-Song. Und es gibt, wir können hier nochmal runtergehen, da hinten eine Treppe. Obwohl, ihr habt schon gesehen, wo es noch weiter hingeht. Du hast keine Nachricht bekommen. Ja, das ist YouTube. Das ist YouTube. Alternative, ich bin noch bei Twitch. Zur Not bei Twitch abonnieren. Da geht es parallel immer. Da klappen die Nachrichten. Hat Deko Palma auch so gemacht. Der ist dann zu Twitch gewechselt. Es läuft eh bei beiden parallel, jetzt gerade auch. Das vielleicht als Tipp, denn ja, dass da keine Nachrichten kommen, nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Darum die Variante mit Twitch, wo es wohl sehr zuverlässig funktioniert. Gut, das kann weg. Hier will ich einen anderen Stein haben, wenn ich ehrlich bin. Na, also hier geht's dann hoch. Hier will ich einen anderen Stein haben. Hier könnten wir ja so ein paar verborgene Händler hinstellen. Hier soll es dann wieder runtergehen und im Endeffekt hier wieder zurück. Also hier so ein dunkles Eck des Hafens würde ich gerne machen. Ich glaube, das ist ganz cool. Und wir sollten mal einen Weg nach Hause bauen. Wie heißt du da? Natürlich auch Zelron. Also der Name ist überall gleich. Egal ob Steam, Uplay, obwohl Uplay, doch Uplay auch. Aber Origin musste ich mich umbenennen. Da wurde ich gehackt und ja, mein Name geht seitdem nicht mehr. Hat irgendjemand anders genommen dann und da musste ich mich in der Tat Zelron LP nennen. Ich weiß es nicht. Ich habe die angeschrieben, dass ich ja gehackt worden bin und ich den Namen hatte und die meinten, naja, aber das könnte man dann nicht mehr rückgängig machen, wenn jemand anders sich den Namen genommen hat. Also danke an dieser Stelle an Origin. Super Service von EA. Alles top. Ja, darum heiße ich jetzt Zelron LP, weil ich gehackt worden bin und mein Name, ja, in irgendeinen Hackernamen geändert worden ist. Überhaupt Sicherheit, bei Uplay wurde ich schon mal gehackt und bei EA, also Origin. Viel Vertrauen habe ich da nicht in mehr in diesen Servicen. Ich muss sagen, Steam, wo ich, ja, ich weiß nicht, 850 Spiele ungefähr habe, wurde ich nie gehackt. So, ich wollte aber was machen. Miau, miau. Und zwar würde ich ganz gerne uns diesen Tisch, das ist Architekt irgendetwas, den würde ich gerne hinten auch haben wollen. Wir können gleich hier gucken. Den werden wir niemals hier drin haben. Nee. Architektentisch, da haben wir ihn. Einfach nur, dass wir uns die Steine so zusägen können. Himmels Willen. Wie wir das brauchen. Jetzt sag, dass du nichts Aufwendiges bist. Sehr gut. Take it easy. Und den nehmen wir dann jetzt mit. So.
Ja, herzlich willkommen, LOLBOY. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. LOLBOY3000. Folgt mir jetzt bei Twitch. Dankeschön. Und Just Do It. Herzlich willkommen, auch du bist da. Und Volgala, auch du bist herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ah, du bist das gewesen. Okay, dann bist... Also ist Ami, ist der LOLBOY3000... Hört sich so voll nach einem Terminator an. Nur freundlicher. Ja, kann ich nur empfehlen. Also letztendlich, wie gesagt, parallel. Wir sind noch im Friedensmodus. Es passiert hier nichts. Ne? Wir können auch fliegen, wenn wir wollen. Machen wir auch zwischenzeitlich aus. Aber jetzt zum Bauen. Boah, das Ding ohne. Holla die Waldfee. So viele Steine haben wir noch nicht. So weit sind Philipp und ich noch nicht. Pardon. Und ich habe mir überlegt, dass wir das eine oder andere hier jetzt weitergestalten. Wir müssten, ja, so eine Art Zäune machen oder so. Wir müssen mal gucken, dass die Leute da nicht ins Wasser fallen. Hallo, Mr. Creepermann. Und wir können ja mal, Time Set Zero. Sehr schön. Sehr schön. Dann sind wir die auch los. Und ihr seht mehr, ne? Hat doppelt positiven Effekt. Wo stellen wir den hin? Entschuldigung. Räusper, räusper. Ich stelle den jetzt mal erstmal hier hin. Und dann können wir uns daraus alles machen, was wir wollen. Steine. Ja, ich wollte ja Steine haben. Welchen nehmen wir denn dafür? Wir haben noch nicht alle im System. Oh, die Bricks sehen eigentlich auch ziemlich nice aus. Die können wir sogar herstellen. Komm mal her, dafür machen wir dann mal... Ausnahmsweise. Einen einzigen. So. Wir könnten das natürlich mit Bricks bauen. So ein bisschen industriell angelehnt. Könnt ihr ja gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Ich baue mal das hier oben und dann können wir uns das mal anschauen. Eignet sich sowas als Weg? Schreibt mir gerne mal die Meinung. Kann man das als Fußweg nehmen? Ich glaube eher nicht, oder? Das ist eher eine Wand, ne? Ich glaube, das ist eher eine Wand. Du bist gute Namen erfinden. Ja, das glaube ich dir gern. Und jetzt bekommst du dann Nachrichten über Twitch. Wie gesagt, warum YouTube das so unzuverlässig macht, ich habe keine Ahnung. Ich bin da auch mal ein bisschen enttäuscht. Ich weiß immer nicht, woran das liegt. Ich würde gerne zweierlei haben wollen. Einerseits finde ich den ganz cool. Mit dem habe ich noch was vor. Den können wir uns mal holen. Haben wir auch alles ein ME-System. Wir können das auch bei uns aus dem ME theoretisch gesehen holen. Helvi ist da. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass so viele am Morgen schon da sind. Finde ich wirklich nice. Die Frage ist, was für einen Stein können wir hier oben nehmen? Was sieht denn noch normal aus? Wir können ja uns für den hier entscheiden. Glatter roter Sandstein. Ich glaube, dass das okay ist. Wir gucken uns das mal an. Dann bleiben wir zumindest bei einem Sandstein und hier oben ist der orange gefärbt. Ist das okay so? Ich mache mal das hier fertig. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das findet jetzt gerade im Livestream. Ist das als Wegübergang? Weil hier oben haben wir den hellen und hier oben wollte ich gern was Dunkleres haben. Oder ist das bescheiden? Und soll ich das lieber wegkloppen? Da könnt ihr gerne mal im Chat schreiben, sowohl Steam als auch, Steam sage ich, sowohl YouTube als auch Twitch. Ich lese beide Chats mit, also, ja. Passt das als Fußboden dann oder nicht? Hier kommt natürlich ein Zaun hin, den können wir schon mal bauen auch.